Mit einem wunderschönen Abendessen voller Eingeweide und dieser wundervollen alten Dame begrüße ich euch natürlich auch herzlich in der nächsten Folge von Resident Evil 7. Wir sind ja am Esstisch stehen geblieben und ja, das ein oder andere Familienmitglied dachte sich so, okay, wir versuchen Ethan mal ein bisschen auf die Gusche zu hauen, ihm ein bisschen weh zu tun und ja. Man sieht auf jeden Fall, die haben viel im Kühlschrank, nämlich irgendwelche Eingeweide, die sehr, sehr räudig aussehen. Und da werden wir mal gucken, was da steht. Weiblich, 50er, fleischig, saute. Okay, männlich, 30er, schlank, Gambo. Männlich, 20er, beliebt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der sich da gerade bei gedacht hat, was da steht. Aber wir können mal schauen, dass wir an Jack vorbeikommt, ohne dass er uns schlägt. Hallo! Au! Sag mal, knackt's bei dir im Kopf oder was? Nein! Haha, das war daneben. Lackaffe. Dachte der trifft mich. Habt ihr das gesehen? Aber der ist halt super schnell, der Typ, gell? Das ist abnormal. Der ist halt wirklich schnell! Lol, was ist denn mit dir? Hallo! Hey, Jackie Boy, ist doch jetzt gut. Hallo, lass mich doch bitte in Ruhe! Ja, du bist einfach ein Arsch. Okay. Ich glaube, die ersten 2 Minuten sind auf jeden Fall sehr brutal. Hi. Hi, Jack. Willst du bitte aufhören, das zu tun mit uns? Unser Bein? Das kannst du... Oh, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt habe ich aber mal eine Frage an euch. Was denkt ihr... Ist Ethan schon längst tot? Weil schaut mal. Das Problem an ihm ist, er hat ihm gerade das Bein abgetrennt. Und er schüttet da einfach nur... Da? Seht ihr? Ich bin mir sicher, dass er nicht mehr lebt. Der ist auf jeden Fall nicht ganz dicht, der Alter. Okay, wir gehen jetzt schnellstmöglich dahin. Mach das bitte schneller auf, danke. Scheiß drauf! Nein, nicht scheiß drauf. Oh mein Gott, geh da rein. Jack, ist alles gut bei dir? Lass uns bitte einfach in Ruhe, ja? Ich habe einfach keinen Bock auf dich. Boah, das ist ja richtig high-intense gewesen jetzt. Was ist denn da los gewesen? Er hat uns einfach das Bein abgetrennt, habt ihr das gesehen? Was ein Psychopath der Typ ist. Ja. Wow. Wow, Jack, das war echt nicht cool. Das war nicht cool. Hm. Naja, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Stinkende Socken auf jeden Fall. Die braucht jeder. Ansonsten habe ich hier den Führerschein, die Albert, die Geheimnisse der Verteidigung. Das brauchen wir jetzt aber alles gar nicht. Aber ich kann auch mal die Münze hier ablegen. Die brauche ich nämlich auch nicht. Oh, Munition würde ich sagen, behalten wir. Dann haben wir hier erstmal Tab, dass wir ins Inventar gehen können. Dann können wir uns erstmal was zum Healen machen. Sehr wichtig natürlich. Was haben wir hier? Die Karte des Haupthauses. Dann haben wir hier, was haben wir da drin? Ein Dietrich sollte da drin sein. Genau, den nehmen wir natürlich auch mit. Und dann gucken wir mal, dass wir mal abspeichern können. Das hier unten, ne? Okay, nehmen wir das. Ich nehme einfach jetzt irgendwas, keine Ahnung. Oh. Okay, warum das jetzt so hart geleckt hat, weiß das Spiel wahrscheinlich selber nicht. Entriegelt und raus. Ach, natürlich ruft sie jetzt an. Na, dann bin ich mal kurz ruhig und wir lassen Zoe mal kurz quatschen. Gut gemacht, Ethan. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Vielleicht gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und... Das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Ja, wenn ich meine Hand verliere, verliere ich auch das Ding, ne? Vielleicht verlieren wir unsere Hand. Ja, sag ich auch. Es ist ein sehr reizendes Mädchen. Eine reizende junge Dame ist sie. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal in die Garage gleich. Denn da wird natürlich gleich noch was auf uns zukommen, würde ich mal sagen. So, da können wir jetzt eh nicht dran. Er ist mit Klebeband gesichert. Das kann ich mit meiner Hand nicht abmachen, warum auch immer. Verstehe ich immer noch nicht.
Oh, das habe ich ja noch nie aufgemacht hier. Wusste ich gar nicht, dass sowas ist. Oh, Arzneimittel. Ganz toll. Habe ich jetzt unbedingt gebraucht. Viel wichtiger ist doch eigentlich, dass wir Dings bekommen. Eine Waffe, oder? Boah, sorry. Ich möchte bitte meine Waffe wieder haben. Wie ist denn das jetzt? Will der mal klopfen? Hallo? Du klopfst heute nicht, oder was? Oh, nervig. Hallo? Eigentlich kommt ja der Kopf, aber ich weiß nicht, warum der jetzt nicht kommt. Warum auch immer. Hä? Möchte der gerade nicht triggern, oder was? Garage. Sieht zerbrechlich aus. Hm. Ah, jetzt. Das hat aber jetzt eine ganze Weile gedauert. Mensch, da macht seinen Job ja richtig gut, nämlich überhaupt nicht. Hey, schau mir die an. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, okay. Wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Mhm. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben. Oder? Ja, wir auch nicht. Machen Sie bitte. Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Okay. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Ja, ich komme hier nicht rein. Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Nein, habe ich nicht. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Ich bin mir immer noch sicher, dass Ethan längst tot ist. Er ist auf jeden Fall sehr... Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Warum hat er eigentlich ein Taschenmesser bei sich? Los, jetzt. Garage. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, Mensch, hör auf mich anzuschreien. Mach hier nicht einen auf bösen Kopf, Junge. Was soll ich mit einem Messer? Mach hier nicht einen auf bösen Kopf, denkst wahrscheinlich auch hier, du kassiertes Sachen. Wir werden dir gleich zeigen, wer hier das Sagen hat. Beziehungsweise wirst du es wahrscheinlich gleich sehen, wer das Sagen hat. Sagen wir es mal eher so. So. Dass er die Hand überhaupt bewegen kann, das ist so krass, ne? Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Achso. Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden du mich hättest glauben, Ihnen einfach ja? zu führen sollen. Hey, das Tor auf! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Ich bin immer noch sehr fasziniert darüber, wie scharf diese Dings sein muss. Diese... Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch wie scharf diese... Oh, wie heißt es denn? Die Schaufel ist. Und wir steigen ein ins Auto und fahren eine Runde. Oh, let's go. Ey, auf, wir gehen mein Auto zusammen. Bist du noch ganz dicht, oder was? Ja, wir müssen erstmal rückwärts fahren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ihn treffen. Ja, ja, warte, warte, warte. So, und... Ding. Oh, den hat's aber weggeschossen gerade. Boah, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich den mal bei Dead by Daylight so als Skin oder so... Den kann man doch einfach mit reinmachen, oder was sagt ihr? Ja, man hat ja auch Albert Wesker mit reingenommen und sowas. Jo, darf ich jetzt wieder aussteigen? Nee. Hey, Jackie Boy, was ist los? Alles gut, alles gut, alles gut. Ja? Findest du? Weiß ich nicht. Ich habe nirgends erfahren gelernt. Ich habe eine Fahrschule gemacht. Oh oh. Beenden wir das. Du und ich. Ich weiß nicht, ich habe. Das ist so gestört. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein, 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 ja. Nein, nein. Scheiße! Wisst ihr eigentlich, wie knapp das gewesen sein muss, dass er den Kopf runtergezogen hat? Das müsste halt so knapp gewesen sein, ne? Also echt krass, dass der das überlebt.
Ja, da hat er wahrscheinlich gedacht, das ist das letzte Zucken von ihm. Aber, nee, das war nicht das letzte Zucken. So, haben wir jetzt hier alles genommen? Oh nein, da hinten ist noch was. Hm. Okay. Ich versuche ihn halt direkt nur am Kopf zu treffen. Okay, ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Ja, okay, ich weiß gar nicht, so 6-7 Treffer oder sowas braucht er, glaube ich. Okay, wir stehen aber jetzt auf und gehen erstmal dahinter an die Kiste und holen uns erstmal, was da drin ist. Hallo, wir möchten nicht mit Jack kuscheln. Ah, oh, ist das eklig. Geh weg da von dem. Oh, der kann da liegen bleiben, der interessiert mich nicht. Pistolenmunition. Okay, naja, dann haben wir wenigstens schon mal etwas. So, wir haben aber jetzt das Messer in der Hand. Mal gucken. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Oh ja, scheiße, habe ich mir auch so gedacht. Alles okay, da hat er sich erstmal ganz kurz den Kopf weggeschossen. Kann natürlich mal passieren, dass man das macht, gell? Aber okay. So, Flintenmunition auf jeden Fall. Dann haben wir das Ding hier, das, den Stier, den brauchen wir ja gleich für die Tür. Und Ochsenstatue. Ja, Ochse, Stier, fast dasselbe, nur ein Ochse ist kastriert. Falls ihr das nicht wusstet, ne? Ochsen sind kastrierte Stiere. Aber eigentlich sollte man das wissen, es gehört zum Allgemeinwissen, denke ich. Oder? Was meint ihr? Dann werden wir mal schauen. Ich bin mir nicht sicher. Resident Evil 8 werde ich auf jeden Fall auch spielen. Das ist Fakt, weil ich finde es eigentlich ziemlich nice, die Resident Evil Teile nochmal alle so ein bisschen nach und nach durchzuspielen und dann mal zu schauen, was uns denn da alles so Schönes erwartet. Ja, das heben wir jetzt nicht auf, das ist uns egal. Und da hinten steht auch schon eine tolle kleine Statue, die wir mitnehmen müssen. So. Machen wir das mal da rein. Was muss ich denn jetzt? Ja, eigentlich müssen wir nichts machen. Okay. So, machen wir mal die Tür auf. Hier haben wir noch eine Statue. Die brauchen wir einfach nur als Sammelobjekte. Das ist, glaube ich, eher weniger interessant jetzt für euch. Außer ihr wollt natürlich wissen, wo alle sind. Dann ist es natürlich sehr interessant für euch. Hier haben wir erstmal das Uhrenpendel. Das nehmen wir gleich mit. Das packen wir aber erstmal da oben hin. Wir können, glaube ich, sogar was kombinieren, wenn ich mich nicht irre. Ja, können wir. So, das war's dann aber auch schon. Diese antike Münze kann dahin. Das kann dahin und das kann dahin. Wie gesagt, das Uhrenpendel, das machen wir gleich. Jetzt telefonieren wir erstmal wieder. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Okay, sie meldet sich wieder. Dann gehen wir mal gucken, was jetzt hier genau los ist. So. Okay, nein, da müssen wir jetzt nicht hin. Wollen wir erstmal. Ja, wir gehen erstmal zum. Wir gehen erstmal den einen Kopf holen, würde ich sagen. Der hinten bei der Uhr ist. Das ist erstmal, glaube ich, der wichtigere, weil dann passiert uns jetzt erstmal nichts. Ansonsten können wir gleich mal schauen, dass wir uns. Ja, wir müssen dann so oder so hoch. Also ist das relativ. So, da haben wir den ersten Kopf. Wo ist denn der jetzt da? Ist der gut, sehr gut. Ich platziere die mit Absicht so, dass die alle drei hintereinander da sind, denn es geht halt einfach schneller, um das Zeug dann halt einfach reinzutun. Ist so ein bisschen, ich nenne es mal Speedrun-Tricks und so, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Ja, auch Resident Evil 7 habe ich eine Weile lang gespeedrunnt, aber halt die japanische Version, Deutsch war heute auf jeden Fall da, wie gesagt, die japanische Version und nicht die deutsche, beziehungsweise unsere Version, die wir jetzt gerade spielen. Denn der Unterschied ist, dass die japanische Version um einiges schneller geht und besser ist, was die, ja, wie gesagt, was halt die Schnelligkeit angeht. So, dann haben wir hier noch was. Schießpulver können wir mitnehmen. Wollen wir denn uns die ganzen Tapes antun? Aber ich denke schon, dass wir uns die antun wollen. Was haben wir hier? Okay, bring den Hippie-Mistkerl irgendwo hin. Oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen, den kleinen Mann hier. Cool. Ja, da haben wir noch eine Statue.
Die Shotgun brauchen wir auf jeden Fall. Aber erst ein bisschen später. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, Mias Band kann man es aber gar nicht komplett machen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Naja, wir werden es gleich sehen. So, Mia, Ethan, please watch this. Machen wir. Wir schauen uns das an, weil hier gibt es nämlich jetzt sehr, sehr interessanten Content. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nee. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Jetzt stelle ich mir erstmal die Frage, von wann ist das Tape? Ist es da, wo wir dort aufgetaucht sind? Aber ich denke schon, weil irgendwie sieht das alles nicht so gleich aus. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Hier drüben. Mami! Ich will nicht deine Mami sein, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Wieso kommst du eigentlich auf die Gedanken, dass ich deine Mami sein will? Ja. Ich muss mich verstecken. Ja, wir verstecken uns da schon. Warum tust du mir das an? Warum nicht? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich weiß nicht, warum du das machen musst. Margaret, könntest du bitte weitergehen? Sie ist einfach so die... Wie hieß denn der bei Yu-Gi-Oh! Damals in der allerersten Staffel? Der dieses Insektendeck hatte. Wheeler, glaube ich, hieß der. Ich bin mir gar nicht sicher. Wheeler? Ja, irgendwas so in die Richtung war es auf jeden Fall. Irgendwas in die Richtung. Ja, das weiß ich, dass das Haus mehr gesehen hat, wie ich mir vorstellen kann. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Hier in die Ecke kommt die wahrscheinlich eh nicht. Da kümmert es dich wahrscheinlich einfach nicht. Nee, eigentlich kümmert mich das wirklich nicht. Ja, sie sieht mich auf jeden Fall hier nicht. Ja, wir müssen halt jetzt kurz warten. Und es gibt ja auch Neuigkeiten zu Resident Evil Remakes, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber es soll wahrscheinlich Resident Evil Zero nochmal neu aufgelegt werden mit einem richtigen Remake. Und ein sehr, sehr beliebtes Game, was absolut jeder gefühlt liebt. Resident Evil Veronica, Code Veronica. Und wenn das der Fall sein sollte, wenn das zu 100% stimmen sollte, dann werde ich da natürlich auch direkt mal wieder was raushauen. Und wir werden die Spiele spielen, beide. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was sie da genau machen. Weil ich finde, Resident Evil 1, ja, sollte auch ein Remake bekommen. Und Resident Evil 5 sollte ja irgendwie geremaked werden, aber Resident Evil 5 bin ich jetzt nicht so... ich weiß nicht, muss nicht unbedingt sein, oder? Dass Resident Evil 5 geremaked wird. Es ist halt... Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Gerade im Koop macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich denke, wenn man das mit Freunden spielt, ist es sehr, sehr cool. Aber es ist halt für mich so ein bisschen... nicht mehr das, was Resident Evil halt ausgemacht hatte, ne? Ich sag mal so, Resident Evil war ja eher immer dieser Survival-Horror, gerade so die ersten Teile. Ja, genau. Mach das mal. Wie gesagt, es war ja eher so Survival-Horror und man hat wenig Munition, man muss aufpassen und es waren halt so viele kleine Dinge, auf die man achten musste. Und das ist halt einfach mit Resident Evil 5. Ich fand das schon mit 4 ziemlich schwierig. Aber 4, das Remake, ist sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das habe ich halt damals schon so ein bisschen... Ja, mit 4 war mir das halt dann schon zu... ich sag mal nicht abgespaced, sondern ich sag mal nicht mehr so Resident Evil-Style, ne? Aber jetzt brauche ich da ewig um diese... Spinne da herzustellen. Andere Richtung. Okay, war jetzt gar nicht so schwer. Ja, dieses Rätsel hier, das ist irgendwie, keine Ahnung.
Das Schattenrätsel. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass sie sowas mit reingenommen haben. Aber ich weiß auch nicht. Ich mag dieses Rätsel nicht so hundertprozentig. Ist okay natürlich, ne? Kann man nicht ändern. So, ich glaube sogar im Resident Evil 8 gibt es auch solche Schattenrätsel. War das nicht so? Irgendwo so in die Richtung warst du. Bin mir gar nicht so ganz sicher. So. Naja, wir kriechen hier durch die ekelhaftesten Gänge und durch die verrottetsten Dinge, die wir anpacken können. Aber hey, ist okay. Dann ist es halt so. Okay. Ja, wir wollen aber keine Familie sein. Lasst mich jetzt endlich in Ruhe. Du! Alles, was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen. Ja, ist doch gut. Beruhig dich. Margaret. Was würde Jack jetzt sagen? Halt's verdammte Maul! Hä? Was? Wie hat die mich denn gesehen? Die hat mich niemals, hat die mich gesehen. Niemals hat die mich jetzt gesehen. Niemals. Ich hoffe, ich darf nicht das ganze Tape neu starten, weil sonst ist es nämlich ziemlich doof. Nee, darf ich nicht, okay. Okay, gut. Ja, sie liebt dich. Sie liebt aber nicht nur dich. Wie agro die einfach ist, ne? Ja, beruhig dich. Einfach beruhigen, Margaret. Halt's verdammte Maul, Margaret! So, da hast du es. Ah, die ist halt schon super weird, ne? Gerade wenn sie in ihren Käferstatus geht. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Ja, wenn du mich lieben würdest, wäre das auf jeden Fall nicht das, was ich haben will. Nee, ich nehme euch nicht an. Ich nehme euch auch nicht als Freunde an bei Facebook. Das ist einfach gut sein. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Nee, Freundschaftsanfrage ist einfach direkt abgelehnt bei dir. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was für mein Teil? Ja, da haben wir es. Mia Winters. Ja, und jetzt geht alles aus und wir sind am Arsch. Wo denkst du, dass du hingehst? Kannst du bitte aufhören, so nah an mich ranzukommen? Das ist sehr eklig. Das war auf jeden Fall sehr räudig, wie nah sie gerade an uns dran war. Eklig. Ganz, ganz eklig. Vielleicht wollte sie uns einfach nur zeigen, dass sie auch eine wunderschöne Frau sein kann. Vielleicht wollte sie das. So, geht's sofort weiter? Ja, dann haben wir... Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei davon. Das heißt, wir gehen aber nochmal... Ah, wir haben natürlich jetzt ein Problem, ne? Wir können gar nicht... Das... Na doch, wir haben hier noch eine freie... Wir haben hier noch einen freien Platz. Okay, gut. Einen freien Platz haben wir noch. Wir nehmen mal die... Wollen wir die Pistole nehmen? Okay. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Man kann auch hier irgendwie, glaube ich, runtergehen. Und Chemikalie. Wartet. Dann gehen wir doch kurz auf Kombinieren. Ich würde sagen, wir kombinieren aus der Munition. Weil das ist eigentlich so immer das Beste, was man machen kann, denke ich. Munition brauchen wir immer. Pistolenmunition. Hier können wir natürlich jetzt nicht ran, weil wir haben keinen Dietrich. Den habe ich ja schon verbraucht. Random verbraucht. Eigentlich total dämlich gewesen, aber ist okay. Naja. So, dann wollen wir mal gucken. Lass mal den Mist hier raus. Da haben wir nochmal Pistolenmunition. Ich gucke aber vorher jetzt nochmal hier ohne antike Münze, die einfach im Klo liegt. Da haben wir richtig Bock drauf, dass wir da mal reinfassen dürfen. Was haben wir hier drin? Nichts haben wir da drin. So, dann haben wir unsere Holzstatue, die wir brauchen. Und ein abscheulicher Haufen. So, natürlich, wer kommt dazu da entgegen? Hi, Jack. Höllische Sachen nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Schmeiß uns mal weg, Bro. Eine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist... Interessiert mich absolut nicht. Ja, das interessiert aber niemanden. Ob deine Gabe immer bei dir ist, weil ich schieße dir deine Gabe gleich aus dem Gesicht. Wo du salopp in der Scheiße steckst, naja, ich weiß nicht, ob ich salopp heißen muss. Beziehungsweise, ob das so heißen muss. Das
müssen wir erstmal gucken hier. Das ist. Das ist halt wieder so, ich weiß nicht, diesen Teil vom Rätsel mag ich gar nicht. Nee, das war's noch nicht. Okay. Aber das hier soll das jetzt sein. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, diese Schattenrätsel feier die irgendwie nicht so extra. Also sie sind schon cool, ja, aber ich weiß ja auch nicht. Irgendwie bin ich ja nicht so der Fan. Ich weiß nicht. Ja, es ist sogar Ethan ist nicht der Fan von dem Zeug. Wer baut diesen Mist? Ich habe keine Ahnung, Ethan. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wer das gebaut hat. Aber es ist okay. Wir müssen es halt machen. Oh, Silent Hill kommt ja auch im Oktober raus, ne? Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass da auch ganz viel Content kommt. Also Silent Hill 2, das Remake. Das sah so toll aus, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt spielen. Es ist sehr teuer. 70 Euro, glaube ich, oder sowas. Aber es ist okay. Wir holen das und dann werden wir das ganz locker flockig spielen. Hi, du bist aber ein schöner Hirsch. So, haben wir hier in der Toilette wieder irgendwas? Nee, haben wir nicht, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Achso, wir sollten vielleicht mal die Pistole rausnehmen. Wir haben hier auch wieder keinen Dietrich. Ich muss mal gucken, dass ich aufpasse, dass ich genügend Dietrich habe. Wie fällt das nicht raus? Ah, so räudig, ne? Antike Münze, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich davon? 4 Stück. Eine haben wir noch in der... Was war das denn? Eine haben wir ja im... In der Kiste. Was zum... Ah ja, juckt niemanden. Wir laufen einfach durch. Einfach durchlaufen. Der Rest interessiert jetzt absolut nicht. So. Dann holen wir... So, passt auf. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir nehmen 4 Stück davon, packen die da rein. Dann nehmen wir... Wir haben... Ja, munitionstechnisch sind wir ja gut ausgestattet eigentlich. So, wir machen uns erstmal das da. Und ich würde sagen, wir packen sogar diese... Das grüne Kraut hier rein. Diese grüne Kraut, wollte ich gerade sagen. Das machen wir mal dahin. Shotgun haben wir ja so oder so noch nicht. Die können wir erstmal da reinpacken. Dann können wir das nämlich ein bisschen besser ordnen. So. Sehr schön. Das haben wir hier. Liebe Courtney, ja, bla bla bla. Das ist jetzt uninteressant für uns. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, dann nehmen wir das hier mal. Und speichern die ganze Geschichte. Da ist, glaube ich, noch Munition drin. Und hier ist, glaube ich, auch noch. Dort, ne, hier ist Munition drin. Dann war da drin, glaube ich, Heal oder sowas? Keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung soll es auf jeden Fall gewesen sein. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wir haben 62 Schuss, dann das sollte doch eigentlich ausreichen. Wenn ich damit nur Headshots mache, dann sollte ich eigentlich einen Vorteil haben. Molded heißen die Viecher, by the way, falls ihr das jetzt nicht wisst. Eins. Ja, natürlich. Und wer veraimt wieder wie Sau? Ja, genau. Ich veraime wieder wie Sau. Ist ganz schön eklig. Hey, hör auf zu laggen. Manchmal weiß ich nicht, ne? Das ist immer ein bisschen komisch. Manchmal hat das so ein bisschen seine Lags und so. Jetzt gehen wir mal ein Stück raus. Naja. Wie wär's, wenn dein Kopf wegfliegt? Dankeschön. Sehr nett von dir, dass dein Kopf endlich tot ist, alles klar. Dass dein Kopf endlich weg ist, denn wir brauchen den gar nicht. Okay. So, wir gucken mal ganz kurz. Ne, wir können nichts kombinieren. Dreimal A. Ne? Also, falls ihr das Rätsel jetzt nicht kennt. Dann ist Lara die Falsche. Sean. Tamara. Tamara brauchen wir nicht. Okay, ich muss jetzt nochmal gucken, wie das hier ging. Ich habe den Kerl geschnappt, der ja immer versucht hat zu fliehen. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt. Dreimal A und ein Handabdruck. Okay, nein, ich will nicht neu starten. Dreimal A und ein Handabdruck, das heißt ja... Eigentlich müsste man das machen und dann das. Ja, seht ihr, eigentlich ist es ganz einfach. Das da und das da. So. Machst du bitte dieses Ding auf. Der ist halt um einiges stärker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, natürlich trifft er uns. Warum hält er eigentlich so viel aus?
Der hält halt einfach mal fast doppelt oder dreifach so viel aus, ne? Das ist echt krass. So, wir nehmen aber jetzt ein... Nee, das geht ja auch gar nicht. Wir haben ja gar nichts mitgenommen. Was haben wir hier drin noch? Nichts mehr. Super, naja. Wir brauchen... Okay, da ist er von der anderen Seite verschlossen. Wir brauchen aber jetzt, würde ich behaupten, nochmal Heal, weil wir sehen ja, unser Armband, unser Codex zeigt an, dass wir nicht mehr so gut bei Gesundheit sind. Und wir haben hier nochmal Munition, nochmal Munition. Da haben wir unseren Skorpionschlüssel, den wir brauchen könnten. Da ist das Schatzfoto. Hier haben wir nochmal einen Dietrich. Hier haben wir nochmal... Achso. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du es kannst. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Okay, wir nehmen das Kraut mit. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann nehmen wir... Kann ich das schon kombinieren? Nein, kann ich natürlich wieder nicht. Dann müssen wir mal gucken, was können wir denn jetzt erstmal... Ja, dann verwenden wir es halt so. Dann verwenden wir das halt einfach so. Okay. Dann machen wir das so. Wenn es anders nicht geht, dann... ja. Eins. Zwei. Drei. Okay, die normalen Molded sind halt einfach super easy. Man schießt ihn einfach dreimal ins Gesicht, dann ist Feierabend. Aber die anderen sind halt echt schwierig, ne? Also die größeren. Die mit dieser... Die, was ist sowas ähnliches? Ist wie eine Axt, oder? Würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist eine Axt. Na, und noch ein Schuss. Und noch ein. Und noch ein. Und den haben wir daneben gesetzt. Sehr schön. Ich weiß, wie man blockt das Spiel. Oh ja, wir sterben. Wir sterben, genau. Ich sag ja, wir sterben. Okay, cool. Okay, wir sind heute zweimal gestorben in der Folge. Krass. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Nämlich überhaupt nicht. Ja, die Molded sind auf jeden Fall etwas aggressiver heute. So. Ich wollte gerade sagen, mach die Tür einfach mal wieder zu, oder? Das macht doch am meisten Sinn. So. Und. Wie wär's, wenn du mich halt einfach durchlässt? Oder ist das so schwer? Ist das so schwer? Hallo, nein! Oh nein, ich will nicht schon wieder sterben. Lasst mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Mach die Tür auf! Und das ein Stückchen schneller. Hallo! Oh! Okay. Also das war auf jeden Fall jetzt eine ganz knappe Angelegenheit. Gar nicht geil. Wir haben auf jeden Fall Flintmunition. Und da haben wir doch unser wunderschönes Stück. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass ihr Vater da hängt jemand, oder? Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Ach so. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Du, mein Freund, wirst mir helfen. Okay, was soll er dir denn helfen? Ja, natürlich haben wir jetzt keinen Kopf bekommen. Ganz toll. Wir haben nicht mal mehr irgendwas zum Heilen, oder? Oh, doch, haben wir. Super, wenigstens etwas. Haha, ganz toll. Wir brauchen Chemikalien. So, wir könnten... Ah, wir hätten zurückgehen können nochmal. Dann hätten die Shotgun holen können. Das wäre doch mal eine... Das wäre doch eine Idee gewesen, oder? Wäre das eine Idee gewesen? Was meint ihr? Okay, hier ist auf jeden Fall nochmal eine Chemikalie. Da können wir nochmal was zu... Ja, wollt ihr ja nicht hören, hat er Pech. Also. Boah, 17 Schuss, ey, das ist ganz schön wenig, ne? Ich guck mal, ob ich hier unten irgendwas finden kann noch. Irgendwie Munition oder irgendwas. Schießpulver, ja, ganz toll. Schießpulver war ja unbedingt. Ja, hier liegt auf jeden Fall überall Fleisch rum. Sehr geil. Das ist der Schlangenschlüssel, den haben wir noch nicht. Den bekommen wir nämlich erst ein bisschen später. Okay, let's go. Gehen wir in den Bossfight.
Alles gut bei dir, Jack? Du kommst hier nicht raus. Hallo! Ich würde mal sagen. Ja? Ich schieße ja noch 10-mal ins Gesicht, glaub mir. Ja, du haust mir auch 10-mal. Ja, weiß ich, hab nicht genug Platz, ja? Ich mag das! Ja, ja, Jack, ich mag das auch. Oh mein Gott, ist der. Oh, oi. Was steht der denn einfach so hinterm. Der stand einfach komplett random hinter mir, jetzt habt ihr das gesehen. Oh, gib mir die Kettensäge, gib mir die Kettensäge. Groovy, nennst du das? Okay, er nennt das Ganze Groovy. Ich nenne das Ganze, wir knien uns mal hin. Ja, genau. Treffe ich ihn? Ja, er trifft mich aber halt auch, ne? Es ist so dämlich. Und ich habe halt keinen Heal mehr. Ich habe fast keinen Heal mehr, das ist gar nicht gut. Wer ist denn da fast damit, Junge? Ja, Jack! Okay. So. Ich weiß halt nicht, wieso er die ganze Zeit wieder aufsteht. Ah ja, er trifft mich halt noch 10-mal. Okay. Er ist halt super nervig. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so überstehe. Du wirst sterben. Es ist so schwierig, gegen ihn zu spielen. Bam, in deine Fresse. Boah, jetzt hat sie ihn aber weggeschäppert. Habt ihr das gesehen? Oh, wow, genau im falschen Moment. Genau im falschen Moment geht die Kettensäge leer. Das ist natürlich total toll. Hör jetzt auf damit, Mann. Oh ja, ich bin gleich tot. Ich sag's ja, ich bin gleich tot. Okay. So, wir haben das Ganze mal beschleunigt. Und dann werden wir den mal. Ah ja, jetzt geht's los, genau. Jetzt geht's los, sagt er. Diesmal sollten wir den doch eigentlich easy hinbekommen. Weil das Ganze ist nämlich eigentlich ziemlich einfach. Der Boss halt ist relativ schnell zu machen. Man kann den eigentlich sogar in einem Zweier-Cycle machen. Ich glaube, Zweier-Cycle doch sollte eigentlich gehen. Aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Ja, er trifft mich natürlich trotzdem wieder, ne? Ja, komm, mach die Kettensäge wieder an. Was ist mit dir? So. So. Okay, dann müssen wir ganz kurz hier reingehen und. Ja! Kann der jetzt mal ganz kurz mich 2 Sekunden in Ruhe lassen? Mach doch jetzt mal ganz kurz den ruhigen. Oh nein, ich wollte nicht aus dem Spiel gehen. Okay, jetzt aber. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt, oder? Ist jetzt mal langsam gut, Jack. Wie viel hältst du denn noch aus? Und jetzt aber, komm. Das war's. Jetzt aber. Komm schon. Ja, stirb. Endlich. Du wirst hier sterben. Ja, werde ich das? Du wirst hier sterben. Dann solltest du vielleicht erstmal deine Stimme ölen. Bruder. Erstmal die Stimme ölen, dann kannst du weiterquatschen. So. Der hat nur noch einen halben Körper gehabt, aber ist okay. Dann wollen wir mal aufmachen. Ich finde, eine Kettensäge ist jetzt nicht das Beste, um das aufzumachen. So, ich glaube, die Säge ist dann auch hart im Arsch. Das kann so froh sein, dass er sich das Ding nicht ins Bein gehämmert hat, gell? Mann, ey. Arbeitsschutz ist in Resident Evil auf jeden Fall sehr, sehr groß geschrieben.
So, jetzt haben wir natürlich erstmal drei von diesen wundervollen Hundeköpfen. Wir können die natürlich... Gehst du mal da drauf? Dankeschön. Warum das manchmal nicht geht, verstehe ich nicht. Sehr, sehr komisch. Naja, egal. Let's go. Dann gehen wir mal zum... Ich weiß gar nicht, ob hier drin jetzt irgendwas ist. Okay, ich habe natürlich nichts zum Healen. Gar nichts zum Heilen gerade, ne? Das ist eigentlich gar nicht so geil. Naja, ist egal, wir kriegen das hin. Wir gehen einfach durch. Nein. Bitte lasst uns in Ruhe. Wir haben keine Zeit für irgendwelche Faxen. Und wir haben Arzneimittel gefunden. Sehr schön. Arzneimittel immer das Beste, was man nehmen kann, ne? So, entriegelt. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir mal zum Speicherpunkt kommen, denn wir haben die drei Hundeköpfe ja geholt und ihr... Ach, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich glaube, das ist was Cooles, was ich euch für die nächste Folge zeigen kann. So, wir haben auf jeden Fall hier jetzt erstmal unseren Speicherpunkt und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Die nächste Folge von Resident Evil wird natürlich sehr, sehr bald folgen und dann werden wir uns einmal Margaret vornehmen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.